Hallo, ich habe gerade ein Stück aus einer bekannten Jazz-Progression gespielt namens Rhythm Changes und die ist das Thema des Jazz-Workshops in der Ausgabe 2016. Wir spielen aber nicht einfach nur diese Progression irgendwie, sondern ich erkläre euch sehr genau, wie das harmonisch funktioniert und vor allem, wie wir aus einfachen dreistimmigen Basisakkorden sehr gute vierstimmige Akkorde machen können. Und nach der Erklärung gibt es dann für euch auch einen Jam-Track, um das Ganze stilgetreu zu üben. Und ich würde sagen, diese Lektion ist auf der harmonischen Seite sehr lehrreich und sie verhilft euch zu einem hervorragenden Griffbrettüberblick über Jazz-Akkorde. Und das Entscheidende, das sind wirklich alltagstaugliche Akkorde, keine abenteuerlichen Sachen oder keine Fingerbrecher, sondern Akkorde, wie sie von Jazzgitarristen, auch von Profis, die ganze Zeit gespielt werden. Ich hoffe, ich kann euch beim Workshop Jazz im Player 2 2016 begrüßen und wir spielen uns gemeinsam durch die Akkordfolge der Rhythm Changes. Bis dahin.